glaube, eine wichtige Sache ist, um die Herausforderung, die wir täglich hier bei MSD haben, zu meistern, ist, dass wir nicht mehr im Bereich Zeitmanagement unterwegs sind, was so ein klassischer Ansatz ist, sondern dass wir mittlerweile in so einem Entscheidungsmanagement sind. Das heißt, wir gucken uns die Aufgaben an, auch im Team, und priorisieren ganz einfach. Und dann hat man eine ganz einfache Liste, das ist wichtig, und unten steht was Unwichtiges. So, und dann können wir auch im Team das letztendlich erarbeiten und entwickeln. Und wenn man das Ganze noch transparent macht, also so eine Prioritätenliste mit dem Team teilt, auch selber mit seinem Vorgesetzten teilt, dann ist es eigentlich, es klingt jetzt alles sehr einfach, aber dann ist es wirklich einfach. Und ich glaube, darauf kommt es an. Man muss, ich glaube, das ist auch wichtig, mit 80% auch mal zufrieden sein. Und man muss nicht immer diesen Perfektionismus, ich glaube, wir Deutschen neigen dazu, sehr perfekt zu sein. Und in der Regel zeigt sich, dass 80% genauso gut ist. Und mit 80% kann man vielleicht auch da die Zeit oder die Entscheidung wieder letztendlich entstressen. Letztendlich ist es eine Vertrauensfrage. Ich glaube, da ist wirklich sehr viel Vertrauen drin. Der Arbeitgeber gibt einen Vorschuss ins Vertrauen und sagt, okay, hier sind gewisse Dinge zu bewältigen und wir sagen dir nicht, wann und wo du das zu tun hast. So, und wenn wir das selber leben und die Dinge werden aber gemacht und der Arbeitgeber sieht, ja, das funktioniert ja alles gut, dann hat man eine Vertrauensbasis und dann kann man weiter aufbauen und dann kommt es, dann kann sich das Ganze weiterentwickeln. Dann wird der Vertrauensvorschuss vom Unternehmen immer größer, die Freiheiten werden letztendlich größer. Und wenn man mehr Freiheiten hat, dann ist natürlich die Kreativität natürlich viel besser zu nutzen. Und Kreativität ist etwas, was wir natürlich in unserer Branche definitiv brauchen.